Jo, was geht? Mein Name ist Janix und heute soll es um Loops gehen. Ich weiß noch nicht so richtig, wie ich das Video nennen werde. So, es geht halt allgemein um Loops. Ich werde so ein bisschen auf Real Talk Basis ein paar Sachen sagen. So, das ist ja ein Thema, über das auch viel diskutiert wird. Ich werde da so ein bisschen meine Meinung staten und am Ende zeige ich euch noch zwei Seiten, von denen man sehr nice kostenlose Royalty-Free Loops sich runterladen kann. Wenn euch nur das interessiert und ihr quasi schon wisst, was Loops sind und eure Meinung dazu schon gefestigt habt, dann habe ich in den ersten Kommentar, den angepinnten Kommentar, einen Timestamp gepackt, den ihr anklicken könnt und dann kommt ihr direkt zu dem Teil mit den beiden Seiten, die ich euch gerne zeigen möchte. Aber fangen wir mal vorne an. Was ist eigentlich ein Loop? Mit Loops sind gemeint kleine Soundschnipsel, Melodien, die von anderen Producern erstellt werden. Und die haben den Zweck, von dir, von euch, von mir zu Beats umgebaut zu werden. Die gibt es auf ganz, ganz vielen verschiedenen Wegen so. Leute stellen Loop-Kits online, Leute laden ihre Loops auf Plattformen hoch wie Looperman. Leute schicken Loops per E-Mail an andere Producer und so weiter und so fort. Da, wie man drankommt, ist eine andere Frage so. Das kriegt man aber eigentlich hin so. Ja, genau. Und dann hat man halt so einen Loop, so eine Melodie und baut darauf aufbauend einen Beat. Das bedeutet in aller Regel, dass die Melodie halt schon fertig ist und man sich nicht mehr großartig mit der beschäftigt. Klar, man kann Effekte darauf legen, bla, Halftime, das Ganze pitchen, schneller machen, langsamer machen und so weiter und so fort. Aber meistens steht die Melodie halt einfach schon so. Natürlich kann man auch dann noch eine zweite, eine Countermelodie da drauf bauen und so weiter und so fort. Das steht natürlich jedem frei, so zu machen, wie er möchte oder sie. Das ist ein schwieriges Thema so. Es wird viel diskutiert. Ich sag mal, in der Producer-Community gibt es viel Neid, viel Hate so. Und dann hört man oft so Statements in die Richtung von, ja, die Melodie ist ja gar nicht von ihm, das ist ja gar nicht sein Beat und so. Ja, keine Ahnung, da kann man sich halt drüber streiten so. Ich persönlich bin der Meinung, dass Loops ein absolut legitimes Werkzeug sind so. Man sollte halt schauen, dass die Credits irgendwie da nicht kaputt gehen. Jetzt, ich sag mal, die Loops von Looperman, die sind halt royalty-free. So, in dem Moment, in dem man die da hochlädt, weiß man ganz genau, ich habe keinen Anspruch mehr auf diesen Loop. So, man gibt quasi sein Copyright auf. Und das ist natürlich eine Entscheidung, die jeder für sich selber treffen muss. Aber ich sag mal, wenn man jetzt Loop-Kits kauft, ist da meistens so eine Erklärung bei, dass man, wenn man damit ein Major Placement irgendwie macht, dass man dann Credits geben muss und dass man dann auch das Geld aufzuteilen hat und so. Und sowas muss natürlich eingehalten werden. Allein schon für die Community und auch irgendwie aus Respekt, so finde ich. Also keine Ahnung. Aber ist natürlich was anderes, wenn die royalty-free sind. Das ist ja eine bewusste Entscheidung von den Leuten, die diese Loops erstellt haben, die royalty-free ins Internet zu stellen. Ja, mein Gott, man kann dann irgendwie auf Ehre argumentieren, so, aber. Ich sag mal, in dem Moment gibst du halt dein Anrecht irgendwie auch auf. Ja, ich weiß nicht. Also, ich persönlich benutze viel Loops so und auch sehr, sehr gerne, weil mir das halt hilft, produktiver zu sein. Also, ich bin jemand, ich baue auf Masse meine Beats, so sag ich mal. Also, ich bin nicht der Typ, der 3 Tage an einem Beat sitzt, sondern lieber an einem Tag 5 Beats baut und einer davon ist dann halt geil. So. Das ist halt eher meine Herangehensweise an das ganze Ding so. Das kann natürlich jeder anders sehen. Ich weiß nicht, gerade in Deutschland gibt es halt viel Neid so. Das ist ja auch nichts Neues irgendwie, dass einem die Rolex nicht gegönnt wird und so weiter. Da wird ja schon zu Genüge drüber gesprochen. Aber in der Producer-Community ist das ganz genauso. Ich habe eine ganz lustige Anekdote da. Ich war einmal oder ich bin immer noch in einer Facebook-Gruppe, Fruity Loops Producers Germany oder so heißt die. Und ich habe vor Jahren mal da nach Drumkits gefragt. So, war so, ja, bla bla, könnt ihr Drumkits empfehlen? Hat jemand eine Erfahrung mit Splice und so? Und die Hälfte der Kommentare waren Leute, die meinten, ja, also wenn du deine Drums nicht selber erstellst hier sounddesignmäßig, dann bist du aber kein richtiger Producer. Und also das ist natürlich ein völlig verqueres Argument, ne? Was soll ich mich hier hinsetzen und Kickdrums basteln? Soll ich will Beats bauen?
Aber so ähnlich kann man das mit den Loops halt auch irgendwie sehen. Also ich weiß nicht, das ist Meinungssache, das muss jeder für sich selber wissen, ob er das will oder nicht. Aber gerade wenn man halt so auf Masse produziert, ich sag mal, keine Ahnung, wenn du schon 5 Beats gebaut hast, dann wird dir vielleicht schwerfallen, beim sechsten noch dir eine geile Melodie auszudenken. Oder ich habe auch Tage, da setze ich mich hin, mache Omnisphere auf und kriege eine Stunde lang nichts hin und denke mir dann, ja, lol, fuck it, ziehe ich mir jetzt halt einen Loop rein so und habe einen Beat, so, weißt du? Ja, keine Ahnung, das muss irgendwie jeder selber wissen. Ich finde es gerade für Anfänger ein sehr, sehr geiles Tool so. Also wenn ich überlege, als ich angefangen habe, die ersten hörbaren Beats oder berappbaren Beats, die ich so gebaut habe, waren halt Loop Beats so, weil es halt einfach nicht schwierig ist, so einen Loop in Fruity Loops reinzuziehen, auf die Zeit anzupassen und dann Drums draufzulegen. Ich finde, da spricht nichts gegen, muss irgendwie jeder selber wissen, lasst mich gerne eure Meinung wissen so. Aber ich finde diese ganze Diskussion ein bisschen lächerlich. Natürlich sollte man da Credits geben. Es ist richtig scheiße, wenn jemand einen Loop benutzt und aber behauptet, er hätte das selber gemacht. So, das ist absoluter Arschloch-Move, so geht gar nicht klar. Aber ich finde, es spricht im Grunde nichts dagegen, so Loops zu benutzen. Gerade vor allem, wenn das irgendwie befreundete Producer sind und man so dann halt so Collabo-Beats bauen kann. So ist doch voll geil, Mann. So, keine Ahnung, was Internet uns für Möglichkeiten gibt, ist doch voll schön eigentlich. Ja. Das wäre es eigentlich erstmal so allgemein. Ja, ich möchte noch dazu sagen, Loops, das ist nicht nur im Internet, Typebeat, Release verkaufen, Game irgendwie am Start, sondern halt auch bei Major Releases. Ich weiß nicht, wenn ihr euch mal ein bisschen diese Genius Deconstructed Videos anguckt, ganz, ganz viele von den Major Hit Beats so sind halt Loops. Also Murder Beats benutzt Loops, Metro Boomin benutzt Loops, so viele signen sich Producer, nur um sich von denen Loops schicken zu lassen. Also es ist ganz, ganz Common Practice und man hört auch teilweise Looperman Loops auf Major Releases. So, es ist echt ganz, ganz krass. An dieser Stelle geht ein Shoutout auf jeden Fall raus an Mino2Go. Mino2Go ist ein deutscher Musiker. Ich würde gar nicht sagen, dass er Producer ist, weil er selber auch immer sagt, dass er so Trap-Musik eigentlich gar nicht so sehr feiert. Aber halt jemand, der unglaublich gut Gitarre spielen kann, Klavier spielen kann. Und der gute Mann macht seit über 10 Jahren Loops auf Looperman. Und wie schon gesagt, so die Loops auf Looperman sind royalty-free. In dem Moment, in dem er die da hochlädt, gibt er alles Anrecht auf Credits, auf Geld auf. Und das weiß er auch, so dem ist er sich ganz bewusst. Er sagt auch, er will gar kein Geld dafür. Aber dieser Typ hat Credits, also theoretische Credits, die er nicht kriegt. Aber die Loops von ihm sind auf Gunna-Album, auf Migos-Album, auf Young Thug. Die ganzen Polo G-Sachen sind fast alle Mino2Go-Loops. Das ist echt krass, muss man sich mal angucken. Und so weiter und so fort. Auf deutscher Basis Lil Lano. Ja, was auch immer, also fast alle von diesen Gitarren, Gunna, Lil Baby, Wave Beats, so gerade am Anfang, sind Mino2Go-Loops. Das ist ganz, 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 ganz krass. So zieht euch auf jeden Fall das Instagram von diesem Atzen rein, @Mino2GoMusic. Unfassbarer Typ, hat echt irgendwie mit Looperman-Loops eine Wave geschaffen. Das ist echt ganz, ganz crazy. Dickes Shoutout an diesen Typen. Den wollte ich an der Stelle noch erwähnen, einfach weil die Sachen, die er macht, so krank Major gehen halt. Das ist wirklich verrückt. Gut, jetzt habe ich viel geredet und jetzt zeige ich euch 2 Seiten, von denen ihr Loops ziehen könnt. Ihr könnt es euch schon denken, die eine Seite ist Looperman und die andere Seite heißt Drip Chord. Und ja, dann werde ich euch auch noch an einem Beispiel zeigen, wie man so einen Loop halt optimalerweise benutzt. Und ja, genau. Ja, das hier ist looperman.com. Ihr seht schon, ich kann hier oben auf Loops and Samples klicken und ich kriege direkt unheimlich viele Loops mir entgegengespült. Ich spiele jetzt hier einfach mal einen ab aus Spaß. Und ja, also hier sind unfassbar viele Loops. Hier wird auch jeden Tag neuer Kram hochgeladen. Das ist ganz, ganz crazy. Ihr könnt hier diese Suchfunktion benutzen, um nach Member zu suchen oder nach Keyword oder nach Genre oder nach BPM oder nach Key, wenn ihr was Spezifisches sucht. So, bei vielen dieser Beats steht der Key auch direkt dabei, was natürlich super geil ist, weil man dann direkt weiß, in welcher Tonlage man sich befindet, wie man seine 808s darauf zu legen hat und so weiter und so fort.
Und wie gesagt, alles, was auf Looperman ist, ist royalty-free. Das heißt, ihr müsst euch copyright-mäßig keine Sorgen machen. Natürlich ist es cool, die Producer da sind auch sehr dankbar, wenn man sie verlinkt auf so einem Release oder wenn man es irgendwie in die YouTube-Videobeschreibung schreibt oder so. Aber ihr seid rechtlich in dem Moment, wo ihr Looperman-Loops benutzt, nicht dazu verpflichtet. Also Looperman, sehr, sehr geile Seite, kennen wahrscheinlich die allermeisten schon, aber lohnt sich auf jeden Fall mal auszuchecken. Wenn ihr Loopmaker seid, dann könnt ihr natürlich auch eure Loops da hochladen. So ist natürlich auch geil, um Publicity zu kriegen. Ihr seht schon hier, manche Sachen, die sind alle von heute und das hier hat 700 Downloads. So. Also ja, da kann man auf jeden Fall ein bisschen Aufmerksamkeit sich auch ergeiern, sage ich mal so. Gut, die zweite Seite, die ich euch zeigen will, heißt Dripcord. Dripcord, ich glaube, die wird von einem einzelnen Producer nur betrieben. Der Typ heißt Ski, aber Dripcord ist halt sein Looperman-Username, so bin ich auch ursprünglich auf ihn aufmerksam geworden. Und ja, so heißt halt eben auch seine Seite, aber ihr seht, hier steht immer bei Ski. Hier gibt es Free Loops einerseits und andererseits halt auch so Loop Packs, die man kaufen kann. Das habe ich auch schon getan. Und ja, lohnt sich auf jeden Fall. Also die Loops von ihm sind echt gute Qualität. So, ich kriege da nichts von. So, ne? Das ist einfach jetzt nur. Ich benutze die Loops halt viel. Und ich zeige euch auch gleich warum. Also das, ich kenne den Typ nicht oder so. Das ist jetzt hier keine Werbung oder so. Aber ich zeige euch jetzt was Krasses an seinen Loops. Und zwar, ich lade jetzt hier diesen hier einfach mal runter. So, ihr seht schon, man kriegt hier jetzt eine ZIP-Datei. Und in dieser ZIP-Datei sind, ich muss die mal gerade hier entpacken, in dieser ZIP-Datei ist hier einerseits der Loop, ganz normal, so wie man ihn auch auf der Seite anhören könnte. Und jetzt kommt das Geile. Ja, man sieht es gar nicht. Fuck. Sekunde. Jetzt kommt das Geile. Und zwar hat der gute Mann bei allen seinen Loops die Stems dabei, also die verschiedenen Spuren und auch das MIDI von der Melodie. Und das ist für mich einfach so ein krasser Bonus, den ganz viele andere Loopmaker halt nicht bieten, weil es auch per E-Mail und so bestimmt nervig ist. Aber von dieser Seite ist es halt super geil. Ich mache mal kurz hier Fruity Loops auf. Und zeige euch das. Ich ziehe jetzt hier diese drei Stems. Ne? Ich ziehe jetzt hier diese drei Stems in Fruity Loops rein. Hab die jetzt hier und ich werde mir auch noch das MIDI nehmen und in Fruity Loops hier auf den Sampler-Channel legen. So, ihr seht jetzt schon, wir haben jetzt hier die drei verschiedenen Spuren. Das sind die drei verschiedenen Instrumente. Ich spiele es mal einmal ab, damit ihr euch das vorstellen könnt. Das ist natürlich einfach nur nice, denn ich sag mal, jetzt hat man schon alles, was man braucht für so einen Beat. Also ich für meinen Teil würde jetzt zum Beispiel für die Hook halt alle drei Instrumente benutzen, dann für den Part vielleicht die Flöte rausnehmen, am Ende für eine Bridge vielleicht einmal nur die Flöte benutzen und so weiter und so fort. Wie man will, aber das ist natürlich sehr, sehr geil, weil man sich damit selber dann noch so eine Struktur aufbauen kann. Das ist natürlich geiler, als wenn das jetzt hier alles nur eine Wave-Datei wäre und man die quasi loopen müsste. Über die Dauer des gesamten Beats, so da ist man hiermit schon besser dabei. Und man hat halt hier auch noch das MIDI dabei. Das ist natürlich auch sehr hilfreich, wenn man noch eine Melodie drüberlegen will oder auch einfach nur, wenn man halt die 808s in die Tonlage reinplacen will, dann ist es natürlich sehr, sehr nice, hier so ein MIDI am Start zu haben, kann man sich dann dran orientieren. Also, Shoutout Dripcord, sehr, sehr nice Seite. Das ist echt, er geht halt diesen extra Step, die Stems und die MIDIs mitzuschicken. Finde ich sehr, sehr geil, vor allem wenn man da so ein Kit kauft und halt 10 Loops hat. Ich glaube, die Kits kosten 5er bei ihm. Und du hast halt 10 Loops, die instant ready sind, um ein Beat zu werden. Das ist echt schon sehr, 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 sehr nice. Wie gesagt, keine Werbung oder so. Ich benutze die Loops einfach nur unheimlich gerne. Und ja, shoutout-dripcord.com kann man auf jeden Fall mal abchecken. Gut, dann war es das an der Stelle auch schon wieder von mir. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mich gerne, gerne, gerne eure Meinung wissen. So, diese Loop-Diskussion ist uralt, so alt wie das Internet gefühlt. Ja, ich bin da immer auf andere Meinungen gespannt. Wie gesagt, ich finde es sehr nice.
Ich kann es euch nur empfehlen, gerade wenn ihr Anfänger seid, zieht euch mal den einen oder anderen Loop runter und probiert es damit einfach mal. Und ja, ich würde sagen, das war's von mir. Shoutout Looperman, Shoutout Dripcord, Shoutout Miner2Go Music. Genau, folgt mir auf Instagram, folgt mir auf Twitter und so weiter. Nächste Woche geht der Livestream los. Schickt mir gerne, 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 gerne Loops. Und ja, wir sehen uns. Jeden Tag das gleiche, viele hätten keinen Bock mehr, ey. Mühelos am Grinden, zweiter Take, nur wenn ich stotter. Rapper, Rapper sind verkrampft, setz dich mal hin, mach dich mal locker. Auf Instagram so busy, doch in echt sind sie nur offen.